Moin moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Ich hoffe, dass Sie alle gut ins neue Jahr gestartet sind. In Westerland wurde 2019 mit einer großen Open-Air-Party auf der Promenade und am Strand begrüßt. Das beliebte Neujahrsbaden in Wenningstedt musste diesmal leider ausfallen. Zu schwierig waren die Wind- und Wellenbedingungen, denn Sturmtief Zetje zog über Sylt hinweg, zum Glück ohne nennenswerte Schäden zu hinterlassen. In der vergangenen Woche brach in einem Restaurant in Hörnum ein Feuer aus. Dabei wurde der Gastrobetrieb zerstört. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer etwas kürzeren Sendung. In der nächsten Woche geht es wie gewohnt weiter. Bis dahin sag ich Tschüss. Mit einer großen Silvesterparty auf der Promenade in Westerland und am Strand wurde das alte Jahr 2018 auf Sylt verabschiedet. Mit der größten Open-Air-Veranstaltung der Insel. Zu Tausenden feierten die Urlaubsgäste und die Sylter gemeinsam ins neue Jahr. Mit Live-Musik und Meeresrauschen. Ab 24 Uhr knallten am Flutsaum nicht nur die Sektkorken. Gleich am ersten Tag des neuen Jahres wurde es pustig auf Sylt. Sturmtief Zetje fegte über die Insel. In Wenningstedt konnte aufgrund des heftigen Windes das traditionelle Neujahrsbaden nicht stattfinden. Es wäre viel zu gefährlich für die Teilnehmer geworden. Mit bis zu 120 km/h schnellen Böen war Zetje der erste heftige Sturm in 2019, der glücklicherweise auf Sylt keine nennenswerten Schäden verursachte. An einigen Gebäuden mussten Bleche, Planen oder Gerüstteile gesichert werden. Für die Sylturlauber sind solche Sturmtage immer ein besonderes Naturerlebnis, zumal trotz Wind die Sonne schien. Im Restaurant Inselliebe in Hörnum brach in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Feuer aus. Dabei wurde der Gastronomiebetrieb völlig zerstört, trotz des schnellen Eingreifens von rund 50 Einsatzkräften. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Hörnum waren auch die Rantumer und die Tinnumerwehr zur Brandbekämpfung vor Ort. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe konnte noch nicht benannt werden.